Meeresbrise, Landluft oder doch lieber ein Städtetrip? Urlaub ist die schönste Zeit des Jahres. Doch wenn du auf einen Rollstuhl angewiesen bist, fällt die Urlaubsplanung oft etwas aufwendiger aus. Hi, ich bin Cara von ErgoFix und heute erkläre ich dir, worauf du bei deiner nächsten Reise mit deinem Rollstuhl achten solltest. Auswahl deines Reiseziels. Im Vorfeld solltest du entscheiden, wo du deinen Urlaub verbringen möchtest. Das Wichtigste? Das gewünschte Reiseziel sollte barrierefrei sein. Immer mehr Reisebüros bieten barrierefreie Reisen an. Es gibt auch Anbieter, die sich gänzlich darauf spezialisiert haben. Und von dieser Erfahrung kannst du profitieren. Die Mitarbeiter wissen sicher, welche Unterkünfte rollstuhlgerecht sind und welcher Urlaub deinen Bedürfnissen entspricht. Darüber hinaus kannst du deine Reiseplanung natürlich auch selbst in die Hand nehmen. Besonders im Urlaub solltest du dir sicher sein können, dass du dich mit deinem Rollstuhl überall frei bewegen kannst. Das gilt für die Anreise, die Unterkunft und die Freizeitaktivitäten vor Ort. Recherchiere dies gründlich, bevor du die Buchung vornimmst. Das solltest du bei der Anreise beachten. Die Anreise ist ein wichtiges Thema bei deiner Urlaubsplanung. Überlege, ob du mit dem Auto, dem Bus, dem Zug oder dem Flugzeug anreisen möchtest. Wirst du mit dem Auto unterwegs sein, ist dies mit Sicherheit ohnehin rollstuhlgerecht und verfügt über einen großen Kofferraum, in dem du deinen Rollstuhl transportieren kannst. Bei allen anderen Verkehrsmitteln solltest du darauf achten, dass die Mobilitätslösung bestimmte Voraussetzungen erfüllt. Bei Flugreisen beispielsweise sollte dein Wegbegleiter bestimmte Anforderungen mitbringen. Diese erfragst du am besten bei der Fluggesellschaft, mit der du verreisen möchtest. Hier kann ein faltbarer Rollstuhl besonders hilfreich sein, denn dieser kann mit nur wenigen Handgriffen auf ein kompaktes Maß zusammengefaltet werden. Übrigens, in der Infobox habe ich dir ein Video verlinkt, in dem ich dir alles Wissenswerte zum Thema Flugreise mit Elektrorollstuhl erkläre. Checkliste für deine Urlaubsplanung. Generell empfehle ich dir, eine Checkliste anzulegen, um ideal auf deinen Urlaub vorbereitet zu sein. Überlege dir gründlich, was für dich besonders wichtig ist. Einige Fragen könnten lauten: Nimmst du deinen eigenen Rollstuhl mit in den Urlaub oder benötigst du ein Leihmodell? Benötigst du bestimmtes Reisezubehör für deinen Rollstuhl? Kannst du den Rollstuhl einfach mitnehmen? Gilt dein Schwerbehindertenausweis auch im Ausland? Eignet sich die Infrastruktur am Reiseziel für deine Bedürfnisse? Ein weiterer wichtiger Punkt: eine Auslandskrankenversicherung. Hast du diese abgeschlossen, werden im Fall der Fälle die Kosten für einen Arztbesuch übernommen. Fazit: Ein Urlaub speziell für Rollstuhlfahrer bietet Menschen mit Einschränkungen eine komfortable Möglichkeit, sich zu entspannen und Neues zu entdecken. Vor der Reise solltest du beachten, dass du den Urlaub gut planst und dich über die verschiedenen Verkehrsmittel und Unterkünfte informierst. Reist du mit einem Veranstalter, besprich am besten im Voraus persönlich, was dir bei deiner Reise wichtig ist. Wir sind Spezialisten in Sachen Mobilität für Menschen mit Gehbeeinträchtigungen und Marktführer im Bereich der faltbaren E-Rollstühle. Gerne beraten wir dich umfassend zu unseren praktischen Reiserollstühlen. Ruf uns hierzu gerne an. Die Kontaktdaten findest du in der Infobox. Die Tipps waren hilfreich für dich? Dann like das Video und empfehle es weiter. Bis dahin wünsche ich dir eine allseits gute Fahrt und bis zum nächsten Mal.